Oh? Oh, das ist eine Will-O-Wisp gewesen. Die da rot vor sich hergefunkelt hat. Aber da lag auch eine Steintafel, also wir müssen auf jeden Fall dahin. So. Ein paar von den Dunkelpilzen. So, und dann gucken wir mal, ob man mit so einer Will-O-Wisp klarkommt oder nicht. Ja, sind schwer zu treffen, hm? Oh. Aber wenn man trifft, dann ist es schnell vorbei, hm? Da ist nichts zu holen. Und wo ist die Steintafel? Da. Es wäre schön, wenn der Held sich das auch mal genau angucken würde, bevor es gleich in die Tasche steckt. Es könnte die Geschicksteintafel gewesen sein. Oh ne, hier, Lebensenergie. 2. Dankeschön. Das da oben ist das Kloster? Nein. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hier rumtouren. Aber es sieht nach dem Kloster aus. Da hinten ist eine Brücke zu erkennen. Hier ist recht viel Wasser. Ähnlich brackig wie das, in das wir gesprungen sind beim Kloster. Ja, Lurker sind okay. Da kann man einfach reinlaufen. Hier sowieso. Solange es keine 20 Stück sind. Nachts. Bei einer Aufbelagerung. Dann ist alles gut. Und ne. Höhle. Höhle klingt doch super. Minecrawler? Nö, Ratten. Eine Tür. Vorratskammer mit nicht besonders viel drin, außer einer Truhe mit. Links, links. Links, links, rechts, rechts, rechts. Nein. Links, links, rechts, rechts, links. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Eine Truhe mit Fisch. Warum ist in jeder verdammten Truhe ein Fisch drin? Und ein Jagdbogen. Schön zusammengefaltet. Kriegen wir dich irgendwie auf? Grenz. Ja, kommt ruhig alle her. Linke Sonne einer von uns. Genau, du. Dann zeigt doch mal her, was ihr in eurem Lager habt, außer Fischen. Ja, Dolche sind auch sehr viele in Truhen. Aber es läppert sich ein bisschen, was an Gold kommt zusammen. Und vielleicht haben wir irgendwann nochmal Glück und es ist irgendwas dabei, was wir wirklich gebrauchen können. Und vielleicht der Anführer von denen. Das war der hier. Ne. Hat 2 rostige Schwerter gehabt. Das ist interessant. Also hier in der Wildnis sind definitiv mehr Steintafeln zu finden als anderen Orten näher an der Stadt. Was aber auch Sinn macht. Weil wenn jemand so eine funkelnde Steintafel sieht, dann wird er sich denken, oh, das ist bestimmt was wert und nimmt das einfach mit. Aber hier draußen werden sich die wenigsten Stadtbewohner hinwagen. Ja doch, war ergiebig. Was für eine Steintafel war das? Armbrustschütze eventuell. Ja, 2 im Kampf, nicht, das haben wir schon vor. Hm, ja. Da
leider keine Lebensenergie. Das hilft uns momentan doch am meisten. Damit wir nicht von einem Wag einfach so mit ein, zwei Hubs aufgefressen werden. Und nicht vergessen, wir wollten eigentlich zurück zur Pyramide. Um uns da umzugucken, was da noch ist. Oberirdisch. Und danach in die Stadt Heiltränke kaufen. Hey, du! Kannst du mir das Jagen beibringen? Klar, aber das kostet eine Kleinigkeit. 200 Goldstücke. In Ordnung, hier ist dein Geld. Gut, dann sag mir Bescheid, wenn du was lernen willst. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Goldverschwendung. Aber so haben wir einen Trainer außerhalb, wo wir auch hinkommen, falls wir uns das mit anderen Trainern verscherzen. Und 200 Goldmünzen sind jetzt nicht so die Welt, das sind ein paar Heiltränke. Nee, wir können momentan nicht wirklich was lernen. Na doch, könnten wir, aber es ist eher für Zweihandkampf. Und bei dir waren wir schon mal. Das heißt, die 200 Gold waren quasi auch eine Bestechung. Weil er hatte uns vorher als Feigling betitelt vor mehreren Wochen, dass wir uns nicht mit Snappern anlegen. Da waren wir aber gerade erst aus unserem Steingrab gekrochen. Entsprechend schwach. Deswegen wollten wir es nicht machen. Jetzt ist aber kein Problem. Aber er lässt nicht mit sich reden. Nö. Er will uns nur das Jagen beibringen. Er will nicht mit uns zusammen Snapper jagen gehen. Oh, dann jagen wir sie halt einfach alleine. Das ist auch okay. Da ist die Brücke, die ich gesehen hatte und dachte, das wäre vielleicht die Klosterbrücke, aber nein, das ist eine andere Brücke, die woanders hinführt. Achso, du gehst jetzt im Kreis runter, wieder Richtung zum See. Okay, das heißt, wir hauen die beiden hier kurz um. Und dann kommen wir wieder nach steinigem Gebiet. Zurück in das steinige Gebiet und gucken, wie es da weitergeht. Genau. Weil das sieht auch so aus. Kriegskeule? Ah. Das sieht auch so aus, als könnten da Steinplatten rumliegen. Weil die Findlinge da hinten. Ja, das ist keine natürliche Formation. Das heißt, es könnte mal ein Druidenzirkel oder gleich. Ah, genau. Oder dergleichen gewesen sein. Feldknöterich. Zing. Irgendwo in den Büschen noch was? Nö. Ist aber auch recht ominös. Also es kann gut sein, dass hier gleich eine Horde von Drachensnappern. Oh nee. Das da ist schlimmer als ein Drachensnapper. Gut getan zuerst. Ich habe es gar nicht erkannt wegen dem, in der Felsformation dahinter. Aber das ist ein schwarzer Troll. Das ist das Kraut, das wir brauchten. Aber wir wollen nicht nur das Kraut haben. Wir wollen auch sein Fell. Das heißt, wir holen jetzt die Schriftrolle raus, auf die wir es schon so lange gestarrt haben. Die da. Wir schrumpfen den jetzt. Genau. Zack. Und haben das Fell, das große Fell eines schwarzen Trolls. Also momentan ist es noch ganz klein. Aber wenn es eine Weile in unserem Rucksack war, dann wird der Spruch aufhören zu wirken. Und dann wird das Fell auch wieder ganz groß. Was haben wir denn hier für einen Ring? Ring der Steinhaut, Ring der Geisteskraft, Feuerring, Ring der Geschicklichkeit, Morgensring. Überseehändler. Das war nichts Wichtiges. Kronstöckel. Eine Folteraxt. Das wird auch wieder brachial viel Stärke brauchen. Hm? Ja. 125. Off. Und zwei Steintafeln haben wir jetzt schon gefunden. Nee.
Nee. Oh, das war eine Lebensenergie 3 Steintafel. Stärke. Und einmal Zweihandkampf 2. Das war jetzt 1, 2 und 3 bei Zweihandkampf. Also es ist recht naheliegend, dass wir einmal noch trainieren oder vielleicht auch zweimal und dann die Steintafel nutzen. Und dann sollte es damit erstmal okay sein. Weil wir landen schon jetzt recht häufig, also jeder zweite Schlag ist ein sehr guter Treffer. Na, mal gucken. Jeder zweite Schlag ist ein sehr guter Treffer. Und jetzt wird es halt immer schwieriger, das noch mehr zu steigern. Sollte sowas schon passen. Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Alles, was lebt, stirbt. Wo kamen wir jetzt her? Wir kamen von da, oder? Ja, ich denke schon. Also, zurück zur... Oh, Schweinchen. Zurück zur Pyramide. Pyramide durchforsten, dann reinspringen. Und nach Corinnes. Wobei es ist jetzt schon ziemlich verlockend, die beiden Aufträge gleich zu erledigen. Ja, gucken wir mal, ob wir den Weg dahin zurückfinden. Also zu Onas Hof. Dann können wir zum einen den Söldner beeindrucken. Mit dem schwarzen Trollfell. Und wir können... Oh nein. Ja, war ein Goblinskill dabei. Also den Söldner beeindrucken. Und bei der Kräuterhexe theoretisch in die Leere gehen. Na nun, warum ist hier der Steinzirkel? Ich dachte, ich gehe jetzt zurück zur Pyramide und von der Pyramide aus zu Onas Hof. Aber okay. Also ich wollte ja eigentlich auch hier hin irgendwann. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich da einfach so rein trolper. Nun gut. Vorsichtig wegen den Goblin-Skeletten. Und dann suchen wir jetzt mal eine Armbrust bei dem Ding. Und hauen vor noch hoch. Hinterhältiger kleiner Mann, du. Aber es geht richtig gut mit den Goblin-Skeletten. Das hätte ich nicht gedacht. So, hier waren wir letztes Mal nur sehr kurz. Sind wir hingegangen, haben Knöpfe gedrückt und uns wieder abgehauen. Was war das? Das Raunen war doch recht verstörend. Ja. Genau das. Aber hier ist keine Armbrust. Oh. Dragomirs Armbrust. Ja gut. Armbrust hätten wir also auch. Müssen wir nur noch einen Weg nach Hause finden. Also nicht nach Hause, irgendwohin. Irgendwohin Zivilisation, wo man sich orientieren kann. Aber wenn wir jetzt auf die Karte gucken, kann unser Held auf keinen Fall sagen, genau wo er ist. Da braucht man halt, ne? Anhaltspunkte für. Das heißt, wir versuchen jetzt entweder den Wassertempel zu finden oder die Kreuzung, wo da eine Jäger ist, der Drogomir. Kloster wäre auch eine Möglichkeit, wo man hin stolpern könnte. Was ist das da? Schweinchen. Irgendwas in der Richtung. Und wenn wir dann so einen Anhaltspunkt gefunden haben, können wir da auf die Karte gucken. Und suchen, wo der nächstgelegene Mensch ist, dem wir was Gutes tun können. Oh nein, 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 nein. Die noch nicht, nein. Goblin-Skelette, ja, das klappt inzwischen ganz gut. Die ging früher überhaupt nicht. Aber die großen Skelette, m-m. Ne, das ist jetzt wieder in Richtung Schwarzer Troll. Ach, vielleicht kamen wir gar nicht von hierher. Ja, das macht Sinn. Wo kamen wir denn dann her? Von da unten. Ha, okay. So, das heißt, wir folgen jetzt
dem See einmal rum und halten uns dann rechts. Und dann sind wir hoffentlich wieder bei dem Wassertempel, den wir oberirdisch noch untersuchen wollen. Okay. Ja, Wildnis ist nicht umsonst wild, ne? Es ist unübersichtlich und verwurstelt, vor allem die ganzen Felsformationen, die hier im Weg sind. Alles so ähnlich aus, überall Bäume und Gras und pff. Stadtmenschen. Da sind wir. Naja, waren wir, bevor wir in die Kolonie geschmissen wurden. Komisch, dass wir den Scavenger auf dem Weg dahin nicht schon erlegt haben. Weil die machen ja doch ziemlich Lärm, wenn man ihnen vorbeiläuft. Aber es ist der richtige Weg, oder? Oh, es wird dunkel. Hilft jetzt... Ah, sehr schön, die Pyramide. Aber das Dunkelwerden hilft nicht bei der Suche. Das heißt, wir schauen uns die Pyramide jetzt nochmal an. Das sollte noch hinhauen. Nicht darunter fallen, nein. Und danach suchen wir uns das nächstgelegene Bett. Jep. Einfach da hoch. Also da war der Schattenläufer, den sollten wir in Ruhe lassen. Ominöse Geräusche. Und Steintafeln, sehr gut. Eine Stadt. Hab hier? Sehr komisch. Und was ist denn da drin? Eine uralte Truhe auf der Spitze einer Pyramide. Wenn da jetzt ein Fisch drin ist, gehe ich durch. Also rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts, 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 links. Kein Fisch, aber ein Dolch. Nein! Oh, schlechter. Ah, sehr mächtige Waffe. Allerdings zu kurz. Was ist mit hier oben noch irgendwas, außer einzelne Goldmünzen? Jep. Du. Okay. Dann sollte es das mit der Pyramide auch gewesen sein. Und ja, wir nehmen die drei Beratung wieder noch mit. Wenn sie sich da gerade so anbieten als Jagdopfer. Den Sack will ich, nein. Noch eine Höhle. Hier sind da keine Skelette drin. So, letzter Baran wahrscheinlich. Jo. Eine ominöse Höhle mit Goblins. Na? Oh, das da sieht nicht so wirklich goblinartig aus. Vielleicht teilen sich die Goblins ja die Höhle auch mit irgendwas Garstigem. Noch mehr rum, aber erstmal Steintafel, Beutel und so mitnehmen. Die werden sich schon nicht trauen, uns hinterrücks zu überfallen, oder? Doch werden sie, es sind Goblins. Noch mehr. So, das war's jetzt aber. Den Krieger wäre seine zwei rostigen Schwerter. Da ist nochmal zwei. Was habt ihr denn hier Schönes gehortet? Eine nicht abgeschlossene Truhe mit 11 Pfeilen, die wir nicht benutzen.
Eine abgeschlossene Truhe. Mir auch nicht abgeschlossen. Mit dem Dolch und den Goldmünzen. Die Höhle wäre früher aber auch nicht wirklich gut machbar gewesen. Also ohne die mittelschwere Rüstung hier. Oder die Piratenrüstung. Und eine ordentliche Nahkampfwaffe. Das heißt, es ist schon ganz okay, dass wir das jetzt machen. So, und das hört sich an nach Minecrawler an. Yep. Dann muss ich dann Kohle machen. Ja. Also irgendjemand hat die gegen Golem gekämpft und auch anscheinend gewonnen und ist danach wohl an seinen Wunden gestorben. Nee, es ist eine Grabstätte. Und die Minecrawler sind einfach nachträglich hier reingekommen. Weil der hier sieht wirklich aus, als wenn er aufgebahrt worden wäre. Und das würde auch zu den Steinen hier passen. Passen. Ich denke, irgendetwas hier drin hat gemerkt, dass wir nicht hier drin sein sollten.